Ach so, weil ich möchte gerade ein Video drehen. Das wäre gut, wenn es nicht so laut wäre. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe jetzt schon einige Videos über das Thema Minimalismus gemacht, aber ich habe da immer über mein Zimmer geredet oder über meinen Kleiderschrank oder generell einfach über meinen Besitz. Aber ich habe nie so wirklich über den digitalen Minimalismus geredet. Das heißt, vor allem über mein Handy. Aber vorab möchte ich noch eine Sache sagen, die ich bei jedem Minimalismus-Video anspreche. Und zwar möchte ich kurz sagen, was Minimalismus eigentlich ist. Da ich das Gefühl habe, dass es immer noch sehr oft falsch verstanden wird und gesagt wird, hey, Minimalismus ist, wenn du nur 100 Sachen hast, du bist ein Minimalist, wenn du fast gar nichts mehr hast und auf dem Boden sitzt und nur ein Kleidungsstück hast und keine Ahnung was. Und nein, darum geht es gar nicht. Also ich sag's, wie gesagt, bei jedem Video wieder, aber ich möchte es nochmal heute auch ansprechen. Und zwar geht es im Minimalismus darum, dass man nur Dinge besitzt, die einen emotionalen Wert für ihn haben oder die man wirklich für sein Leben braucht. Der Minimalismus ist kein Verzicht, sondern sogar eher eine Bereicherung fürs Leben, da es um die bewusste Auswahl geht. Das heißt, du entscheidest dich bewusst, was willst du in deinem Leben haben oder was möchte ich in meinem Leben haben, und danach lebt man. Also das heißt, man hat wirklich keine unnötigen Sachen in seinem Leben und das ist eigentlich ganz befreiend und ganz toll. Ich habe eine ganze Minimalismus-Playlist, die du dir gerne hier oben angucken kannst, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem Video an. Heute geht es um den digitalen Minimalismus. Okay, also wir haben schon mal geklärt, dass Minimalismus ist, nur noch das zu haben, was man wirklich braucht. Und ich glaube, da ist das Offensichtlichste, einfach Apps zu löschen. Da kann man einfach mal durch alle seine Apps durchgehen, einfach Sachen löschen, die man gar nicht braucht. Es gibt ja auch so viele verschiedene Methoden, seine Apps zu organisieren. Es gibt ja diese Organisationsmethoden mit Farben oder mit, ja, diesen Ordnern. Also es gibt so eine Methode, die ich ja ganz cool finde. Und zwar ist es so, dass man ganz links einen Ordner macht und dann macht man rechts, also drei Apps rechts, also man hat ja zum Beispiel bei iPhone das so, dass man halt vier Apps immer machen kann. Und hat man halt da den Ordner, hat man da, da und da die drei wichtigsten Apps aus dem Ordner. Eine ganz kurze Zusammenfassung über mein Handy mal davor. Und zwar habe ich auf der ersten Seite einfach ein paar Apps, die schon vorinstalliert waren. Dann habe ich rechts die ganzen Ordner und unten meine meistbenutzten Apps. Aber ich habe schon öfters mal ein What's in my Phone Tag gemacht. Ich glaube, ich habe... Warum muss meine Mutter jetzt backen? Ach so, weil ich möchte gerade ein Video drehen. Das wäre gut, wenn es nicht so laut wäre. Was ich mega gut finde, ist, dass man seine Benachrichtigungen ausstellen kann. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Notifications ausstellen muss, aber man kann es für einzelne Apps machen. Zumindest bei Apple ist es so, dass man auf Benachrichtigungen geht, hier. Und da hat man dann verschiedene Apps und dann kann man auf die raufgehen und dann jeweils die Benachrichtigung ausstellen. Und das finde ich sehr gut, weil ich bin so eine Person, ich habe Apps, die sehr viele Benachrichtigungen an mich schicken und das nervt, weil die Benachrichtigungen einfach so irrelevant sind. Dann habe ich hier so meine ganze, wie nennt man das, Ansicht voll mit Benachrichtigungen, die ich dann eh immer nur lösche und das nervt mich, weil so viele Sachen sind, die ich nicht brauche und das stört mich und das behindert mich in meinem Leben. Und überall diese roten Punkte sind, das stresst einen einfach so emotional. Ich möchte eine emotionale Ruhe haben, eine emotionale Befriedigung, das geht nur... Wenn ich nicht bei Facebook 34 Benachrichtigungen habe, ich benutze Facebook halt nicht mal. Also wer will mir da irgendwas schreiben? Das sind nur irgendwelche Freundesanfragen. Ja, ich stelle das jetzt aus, die Benachrichtigung. Das ist eine sehr gute Idee. Aus. Okay, also ich mache das mal bei meinen ganzen Apps. Let's go! Okay, die Benachrichtigungen sind jetzt fertig und jetzt kommen wir zu den Widgets. Und zwar sind das diese Dinger, die hier, wenn man auf dem normalen Bildschirm ist und dann nach links swiped, ist es zumindest bei meinem Handy so. Oder ist es zumindest bei Apple so, dass man diese ganzen Widgets hier hat. Die kann man ganz einfach ausstellen, indem man unten auf Edit geht. Und dann kannst du da die ganzen Sachen auswählen. Oder du kannst bestimmte Sachen rauslöschen, kannst welche hinzufügen. Damit du auch nur Sachen hast, die du wirklich in deinem Leben auf deinem Handy brauchst. Und dann wirst du nicht gestört von irgendwelchen unnötigen Sachen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Screentime, News, Wetter, was habe ich noch? Batterie, okay. Ja, das sind halt die vier Sachen, die ich relativ wichtig finde. Das heißt, wenn ich die mal schnell sehen möchte, wische ich nach links und update sofort. Ich brauche jetzt nicht irgendwelche Sachen wie Snapchat-Vorschau oder Lightroom oder keine Ahnung, halt irgendwelche komischen Sachen. Ich glaube, bei Android ist es so, dass man diese Widgets einfach hier so irgendwo hat, in seinem normalen Homescreen. Aber ich glaube, da kann man es auch auf jeden Fall ändern. Also, ja, ändert einfach eure Widgets, damit ihr nicht irgendwelche irrelevanten Sachen da habt, die euch dann immer belästigen und eure Aufmerksamkeit rauben, die ihr eher auf andere Sachen lenken solltet oder wollt. Meine Lieblingsordner sind ja immer zuletzt gelöscht. Also zuletzt gelöscht gibt es eigentlich überall. Es gibt zuletzt gelöscht auf jeden Fall bei der Fotokamera und da lösche ich die... Okay, eigentlich lösche ich fast nie.
Und ich habe 1614 Fotos bei zuletzt gelöscht. Und diese Fotos nehmen wahrscheinlich einen sehr hohen Speicherplatz ein. Deswegen ist es mal sehr schlau, das mal durchzulöschen. Aber es gibt es nicht nur bei Fotos, sondern es gibt es auch bei Notizen. Und da ist auch erst hilfreich, mal die ganzen Sachen da zu löschen. Oder auch bei E-Mail. Ich glaube, bei E-Mail gibt es auch zuletzt gelöscht. Ich gucke mal kurz nach. Ja, es gibt auf jeden Fall den Papierkorb. Ist ein sehr befreiendes Gefühl. Wo wir gerade schon bei E-Mail sind, kommen wir auch schon zu meinem nächsten Punkt. Und zwar sind es die ganzen E-Mail-Abonnements, die ganzen E-Mail-Subscriptions, die ihr da abgeschlossen habt. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich immer irgendwelche E-Mails bekomme. Ich denke nur so, ich habe das doch eigentlich nie abonniert. Warum ist es da? Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu deabonnieren. Und das mache ich dann immer. Also ihr könnt ja mal durch eure ganzen E-Mail-Abos gehen, mal gucken, was braucht ihr eigentlich wirklich oder welche Newsletter wollt ihr wirklich abonniert haben, was lest ihr euch durch und was ist einfach nur irgendwelcher Trash, der immer in eurem Eingang landet, das ihr eh nicht lest und dann weg damit. Und der letzte Tipp, den ich für euch habe, ist die Screen Time. Das ist eine Funktion, die euch anzeigt, wie lange ihr am Handy wart oder seid. Bei mir ist jetzt, glaube ich, die Daily Durchschnittstime. Ist, glaube ich, 8 oder 9 Stunden. Und das ist echt viel. Also, es gibt Leute, die haben noch viel, viel mehr, aber ich finde das trotzdem viel. Deswegen blocke ich mir auch immer so Apps raus. Ich habe zum Beispiel bei Instagram und bei Snapchat 1 Stunde Limit. Das heißt, ich darf auf beiden Apps nur 1 Stunde insgesamt sein. Wenn ich länger bin, dann kriege ich so eine Benachrichtigung, so, hey, du bist zu lang da, die App lässt sich nicht mehr öffnen. Ich drücke es meistens weg. Es ist eigentlich nicht schlau. Aber zumindest kriege ich dann schon mal so eine Rückmeldung. So, du bist nicht so gut heute. Ich glaube, es gibt diese Funktion auch bei Instagram direkt, dass man nur 1 Stunde so drauf sein darf. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich finde Screentime eigentlich ziemlich hilfreich, wenn du bestimmte Apps blocken willst oder bestimmte Teilbereiche blocken willst. Man kann auch zum Beispiel jetzt nur Bildung blocken, was eigentlich ziemlich dumm ist. Warum sollte man Bildung blocken? Aber auch Entertainment oder Games und so weiter. Außerdem gibt es auch die Downtime-Funktion. Die ist dazu da, dass du dir bestimmte Apps erlauben kannst. Das klingt jetzt richtig komisch. Aber es geht darum, dass du zum Beispiel von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens, das ist dein Schlafenszeitraum oder dein Entspannungszeitraum, den du nicht am Handy sein möchtest. Und dann kannst du zum Beispiel nur Apps wie WhatsApp und E-Mail oder so erlauben. Alle anderen werden dann blockiert für diesen Zeitraum. Schreibt mir unbedingt mal eure Screentime in die Kommentare. Also wie lange seid ihr denn jeden Tag am Handy? Das würde mich echt interessieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Da ich momentan jeden Tag hochlade, sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Hier sind noch meine letzten Minimalismus-Videos und meine anderen Videos. Guckt ihr gerne vorbei. Und dann bis morgen. Habt einen schönen Tag. Bleibt fröhlich und gesund. Und dann bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.